einen wunderschönen guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zurück. Ich bin mit Flora heute am Kanal unterwegs. Flora kann sich abwarten. Ich habe mir noch nicht mal meine Route richtig zusammengebaut. Und Flora, du bist einfach schon direkt am Angeln. Moin. Hallo. Ja. Nur mal kurz abtesten. Ja, Flora ist gerade mit Gummifisch am Start. Aber eigentlich ist die Mission heute, das Fireball-System nämlich mal ausgiebig zu testen. Richtig. Wir haben nämlich neulich ja in einem Video, wo Flora das einmal probiert hat, euch gefragt, ob ihr Lust habt, das nochmal richtig zu sehen, dass wir davon ein richtiges Video machen. Das machen wir heute. Und ja, wir nehmen euch mit. Wir gehen erstmal ein ganzes Stück den Kanal hoch und suchen uns da eine schöne Stelle und dann fangen wir an. Ja, das wird heute wieder so eine Feierabendtour hier. Ich habe nämlich Flora gerade von der Arbeit abgeholt und saß im proppenvollen Zug. Oh, ich bin ewig nicht mehr Zug gefahren. Dann ist natürlich praktischerweise auch noch ein Zug vor mir ausgefallen. Das heißt, es waren doppelt so viele Menschen in diesem Zug. Das ist das schön immer. Da freue ich mich immer wieder aufs Fahrradfahren. Verkehrsmittel ist echt nicht mein Ding. Naja, aber wir haben richtig Herbst jetzt auf jeden Fall. Man sieht es uns vielleicht auch an, wir sind schon gut warm eingepackt. Und ja, wir hoffen, dass die Zander Hunger haben. Ich denke schon, ich habe ein gutes Gefühl heute. Der Kanal ist auf jeden Fall super trüb. Ja, und ich sehe gerade hier extrem viel Zeug auf dem Wasser. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, aber für Fireball ist nicht so schlimm. Also Wobbler wäre schlecht jetzt. Ja, das wäre. Genau, aber wir gehen jetzt wie gesagt erstmal ein ganzes Stück hoch. Und dann melden wir uns gleich, wenn es losgeht. So, wir sind angekommen. Und Mr. Flore, Mr. Erklärbär-Flore, bereitet schon mal kurz die Systeme vor. Ja. Wir zeigen euch nämlich gleich mal so ein bisschen genauer, wie wir die Köderfische da montieren. Es sind immer noch die gefangenen Lauben von mir. Und genau, drei Stück haben wir noch, ne? Ja, drei Lauben und zwei Plötze noch. Ach, die Plötze auch noch. Die Plötze, die sind haltbar gemacht. Da haben wir ein Video zu gemacht. Das könnt ihr euch vielleicht mal reingucken. Das müsste ja auch schon online sein. Könnt ihr euch mal reingucken? Könnt ihr mal reingucken in das Video. Sind aber auch schon zweimal aufgetaut. Dann irgendwann kommt das auch an seine Grenzen, diese Methode. Ja. Und da beim letzten Mal einige noch mal gefragt haben, wie das System aussieht. Also, ja. Ich hatte gehofft, das ist relativ selbsterklärend, aber es kamen dann doch noch ein paar Nachfragen. Also, das ist eigentlich ein ganz normaler Haken mit einer Bleikugel, so wie beim Jig-Haken auch, wo man aktiv mit auf Zander oder Hecht oder was auch immer angelt. Hat aber zusätzlich unten noch mal eine Öse. Und da habe ich mir jetzt nochmal mit dem Stahlvorfach einen zusätzlichen Drilling rangehangen. Weil der Haupthaken, klar, der hakt auch den Fisch, hat bei mir letztes Mal auch den Zander gehakt, aber der ist eigentlich dafür da, den Köder nur zu halten. Aber das zeige ich gleich nochmal, wie ich den da auffädel. Und mehr ist das eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt hier 30 Gramm, wir haben aber auch 20 Gramm, das geht auch vollkommen klar. Wir waren nur ein bisschen zu faul, wir haben noch kein Drilling angemacht, deshalb müssen wir jetzt mit 30 Gramm angeln. Aber das ist kein Problem, der Zander, der hat so viel Unterdruck im Maul, also wenn er den Köder einsaugt, das ist kein Problem, der zieht den voll mit weg. Wenn es jetzt nicht gerade ein ganz kleiner Zander ist, ne? Aber dadurch kann man die Kleinen vielleicht auch ein bisschen ausdrücken. Genau, die Kleinen wollen wir ja sowieso nicht fangen und ja. Genau, ich zeig mal kurz, wie wir das machen. Bist du die größere oder kleinere? Die kleinere. Na gut, dann bin ich die größere. Flore ist ein Gentleman und macht mir jetzt mal das System fertig, weil ich die Kamera halten muss. So, mal gucken, wie lange die halten, weil wie gesagt, die sind zweimal schon aufgetaut. Nach dem ersten Mal auftauen, wenn die so haltbar gemacht wurden mit Salz, dann sind die relativ zäh. Weil wie gesagt, irgendwann stößt das auch an seine Grenzen. Also eigentlich wie beim Gummifisch auffädeln. Ich versuche den durchs Maul zu ziehen und dann durchs Rückgrat, dass der Haken ungefähr so rausschaut. Ne? Weil ganz weit kommt man nicht rein, ne? Da macht man den Köder meistens kaputt. Also zum Üben kann man erstmal ein paar Mal einen Gummifisch überhaupt mal aufziehen. Man könnte ihn auch jetzt direkt hier unten durch die Schnauze, durch den ganzen Fisch, habe ich jetzt noch nicht probiert, müsste aber eigentlich auch ganz gut gehen. Aber ja, ich probiere es jetzt nochmal durchs Maul. Einfach so nach Gefühl durch. Dann hört man es schon knacken. Und dann kommt der Haken an der Seite raus. So, und den Drillinghaken. Das muss aber auch gar nicht bis hier vorne dran, ne? Nein, das geht auch so.
wie gesagt, du kriegst ihn gar nicht so gut rein, weil dann machst du den Fisch meistens kaputt dabei. Ja, und den Drilling, ja, das muss man gucken, ob man ihn unten setzt. Ich setze ihn immer ganz gerne oben, weil er hält er einfach besser, wenn man einen Haken so ein bisschen ins Rückgrat reinsteckt. Da ist der Fisch halt immer so ein bisschen härter. Mal jetzt mal. So. Ja, das war's schon. Ja, und so sieht das dann aus, ne? Und dann, wie ich das schon öfter erklärt habe, Köder auf den Grund lassen, leicht ankurbeln, 10 bis 20 cm über Grund und dann versuchen, gerade waagerecht an der Spundwand lang zu führen. Vertikalisieren, würde ich sagen. Vertikalisieren, würde ich sagen, ja, genau. Ja. Richtig. Okay. Gut. Ja, ach so. Es gibt da noch einen kleinen Tipp, aber das ist jetzt nicht so entscheidend hier am Kanal. Wenn man das Problem hat, dass der Köderfisch runterrutscht, aber das ist nur, wenn man ein bisschen aktiver angelt, da kann man sich so kleine Kunststoffschnipsel, das ist jetzt PVC-Folie, nehmen und hier einmal rüberspießen, dass das hinter dem Widerhaken ist. Das wirkt dann halt wie so ein Stopper, ne? Man kann ja nicht runterrutschen. Ja. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier meinen Köderfisch einmal in den Snap eingehakt. Ich habe Fluorcarbon vorgeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob wir das immer sagen. Wenn wir auf Zander angeln, angeln wir eigentlich mit Fluorcarbon. Und genau, die Plötze ist jetzt bereit und jetzt geht's los mit Angeln. Ja, da hat ein Fisch. Boah, der Einschlag kam aber richtig drauf hier an. Oh, guter. Jawohl. Ah. So, Jana. Oh Mann. Geil. Ey. Richtig schöner Zander. Danke. Gut gehakt. Danke fürs Keschern. Richtig gut gehakt. Wow, ey. Glaub das gerade nicht. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen klarkommen jetzt. Voll gut, richtig gut. Ich freue mich sehr über diesen Fisch. Ich habe eben ein paar Male gehabt, so, weil hier stehen manchmal so Äste vom Ufer ins Wasser. Und dann, wenn man da mit der Schnur dran hängen bleibt, merkt man auf einmal so einen Widerstand. Denkt man hat einen Fisch für einen ganz kurzen Moment. Und eben hatte ich auch dieses Gefühl, weil es kam so ein richtiger Ruck. Da habe ich gedacht, oh, jetzt hänge ich wieder in einem Ast. Ich ziehe an. Und dann habe ich gemerkt, bumm, da hängt ein Fisch. Das war richtig gut gerade. Aber es war schon, Gefühl, ne? das war schon ein ziemlicher Einschlag, ja, muss ich sagen. Aber ich habe in dem Moment, wir waren gerade wieder so ein bisschen am Brabbeln, ein bisschen wieder nicht so ganz bei der Sache, ne? Und dann kommt das und das hat aber deine Routine durch den schon, ganzen Körper gezogen. Deine Routine ist schon da, du schlägst dann vernünftig an. Habe ich genau gesehen, wie Jana durchgeladen hat. Ja. Das muss man echt lernen. Das muss man wirklich lernen. Am Anfang, ich habe ja ganz am Anfang erstmal nur mit Spinner geworfen und so. Und da haken sich die Fische ja einfach selbst. Da musst du nichts machen. Du musst einfach nur am Fisch vorbeiziehen. So. Aber so mit dem Einzelhaken, so, dann musst du schon ordentlich reinhauen. Ne? Ja, aber der hing gut. Aber der hing nicht am Drilling. Also wieder, der hat, wieder am Einzelhaken. Der hing am Einzelhaken ganz vorne im Maul. Mhm. Aber der komplette Fisch, er hat einfach den kompletten Fisch gegessen. Komplett weggehauen so. Mann, ey. Aber das war ein richtig schöner Zander. Boah, ey. Die Fische sind manchmal so schön, wirklich. Also makellos, traumhafte Flossen, richtig schöne Farbe. Boah, also. Ja, Mission complete. Heute kann ich gut schlafen, sag ich mal. Das ist einfach ein richtig gutes Gefühl. Und ihr solltet alle einfach angeln. Ja, ne? Oder? Ich weiß nicht, worauf ihr noch wartet. Weiß ich auch nicht. Ja, Flore, danke. Mein erster Fisch auf Fireball. Flore hat ja gesagt, ja, damit funktioniert das heute. Und wir sind jetzt wirklich schon eine ganze Weile unterwegs und wir hatten keinen Biss bis jetzt. Vor allen Dingen hast du vorher noch gesagt, dass in der App steht, dass die ganze Woche schlechtes Weißwetter ist für Zander. Aber ich habe gesagt, als ich rausgeguckt habe, nee, das ist Zanderwetter. Ja, Kanal ist trüb, der Himmel ist bedeckt, leicht ab und zu ein bisschen Sonne zwischendrin, also eigentlich perfekt. Ich gebe da auch nicht viel drauf. Ich habe diese App, wann habe ich mir die runtergeladen? Gestern. Weil ich einfach mal gucken wollte, weil alle mal erzählen, Luftdruck, hier und da hast du nicht gesehen. Heute stimmt überhaupt gar nichts. Heute ist kein Beißzeitwetter, überhaupt nicht. So, oh, wir fangen erstmal ins Zander. Ja. Man muss nur mit Naturköder angeln, dann klappt das auch. Ja, aber jetzt braucht Flora noch einen Fisch, mal gucken, ob das noch klappt so. Aber ich kann echt sagen,
die Methode funktioniert wirklich. Also Flora hat ja neulich den Zander gefangen. Wahnsinn. Toll. Der hat den auch voll weggesammelt, ne? Krass. Das hat ja schneller geklappt, als ich dachte. Wahnsinn, ey, cool. Und heute haben wir gesagt, heute gehen wir wirklich mal nur mit Köderfischen los und mit dem Fireball-System und versuchen das damit. Mhm. Und wer fängt als erstes Fisch? Ich fange einen Fisch als erstes. Nein, aber Floch ist eben auch die ganze Zeit vorgegangen. Und da habe ich zuvor gesagt, Alter, wenn du jetzt nicht gleich langsam mal einen Fisch fängst, dann gehe ich einfach vor. Dann bin ich vorgegangen. Ja, und fünf Minuten später fange ich Fisch. Bei Jana heißt gleich immer jetzt. Also ist sie gleich direkt danach vor mich gegangen. Darüber macht Flo sich immer lustig, dass ich immer sage, kannst du mal gleich mir irgendwie in der Küche helfen? Und dann meine ich aber jetzt. Jetzt sofort. Jetzt und nicht in 2 Sekunden, jetzt. Ja. Aber ich habe jetzt noch eine Laube, die mache ich mir jetzt dran. Da wollte ich noch was zu sagen. Ach so. Also wir angeln ja jetzt mit Rotaugen, beziehungsweise Jana hat mit Rotauge gefangen, hat jetzt eine Laube dran. Habe ich mit Rotfeder geangelt? Nee. Ach shit, ich glaube, ich habe Rotfeder gesagt, aber ich meinte Rotauge. Ja. Oh, sorry, Leute. Ja, Rotauge. Kann passieren. Was ich sagen wollte, man kann das natürlich auch mit Grundel machen, ne? Habe ich jetzt noch nicht probiert, müsste aber auch sehr gut gehen, ja. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Hatten wir uns auch noch drauf eingestellt heute, wenn echt gar nichts geht. Wir haben noch Maden dabei. Liebe Grüße an Robert von Profishing, der mich nochmal ganz, ganz spontan eben mit Maden versorgt hat, weil ich eigentlich auch noch stippen gehen wollte. Hatte ich leider keine Zeit mehr für, weil die Uni gerufen hat. Die Fireballs gibt es übrigens auch bei Profishing, ja. Für die Leute aus Hannover. Werbung, Werbung, Werbung. Nein, aber ja. Cooles System, coole Methode. Ich bin sofort jetzt davon überzeugt. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Wir angeln damit jetzt weiter. Ich habe jetzt eine Laube dran, Flora hat noch das Rotauge dran. Beinahe hätte ich schon wieder Rotfeder gesagt. Ja, passiert mir auch ständig. Ja. Gut. Ja, und dann jetzt weiter. Aber ich, jetzt kann ich die ganze Sache entspannt ganz entspannt angehen lassen. Ja. Mir ist jetzt alles egal, ich habe Fisch. Ja, jetzt lasse ich den lieben Flora mal wieder vorziehen. Wobei wir auch schon festgestellt haben, dass es manchmal einfach egal ist, wer vorgeht. Weil Flora auch schon oft einen Fisch gefangen hat, nachdem ich an der Stelle schon vorbeigezogen bin. Und auch andersrum. Ich glaube, das ist nämlich nicht immer entscheidend. Könnte manchmal auch ein Vorteil sein vielleicht, aber manchmal hat man auch einfach Glück. Ach ja. Ich habe richtig lange keinen Zander mehr gefangen. Richtig lange nicht mehr. Und bin ich einfach nur glücklich. Ist auch so schön, jetzt kommt die Sonne noch mal ein bisschen raus. Ist einfach ein perfekter Tag heute. Es ist Freitag heute übrigens. Das ist ein richtig guter Start ins Wochenende, muss ich sagen. Ach, voll angenehm, ist auch nicht so doll windig. Aber ich bin schon, ich weiß nicht, könnt ihr vielleicht sehen, zu Handschuhen gewechselt. Die Zeit geht wieder los, wo ich einfach die ganze Zeit einfach nur friere beim Angeln. Aber dadurch, dass ich noch so ein bisschen voller Adrenalin gerade bin, ist mir nicht mehr so kalt. Bin mal gespannt, ob Flora heute auch noch einen Fisch fängt. Aber ich hoffe, wir haben die Methode ganz gut erklärt. Also vorhin, wie wir das gemacht haben mit dem Köderfisch. Ich hoffe, ihr habt das soweit gut erkennen können. Weil einfach beim letzten Video doch so viele Fragen kommen. Und es ist ja eigentlich ganz simpel, wie man den Köderfisch aufzieht auf die Fireball. Montage oder auf das Fireball-System, wenn man es so nennen will. Lasst uns gerne mal ein Feedback dazu da, ob ihr damit auch schon mal gefischt habt und wenn ja, ob ihr damit gut fangt oder ob ihr das jetzt einfach mal neu testet. Also dann wären wir auf jeden Fall mal auf eure Meinung gespannt. Das wäre sehr cool. Ja, jetzt höre ich auf zu sappeln. Wobei also ich immer dieses Glück habe, wenn ich nicht so konzentriert bin gerade, wenn man in Gedanken ist oder ich quatsche mit Flora oder so, dass dann der Biss kommt. Ich wollte noch was reden. Willst du noch was reden? Ich habe gerade gesagt, mit der Methode fängt man eigentlich nur die Maßen, glaube ich. Also man selektiert, glaube ich, echt kleine aus, ja. Das ist wirklich ganz schön, ja. Man hat natürlich dann weniger Bisse, ne? Ist ein bisschen zeitintensiver, besonders hier bei uns am Mittellandkanal. Ja. Weil ja sehr viele kleine Fische unterwegs sind, aber ja. Man braucht auch echt Ausdauer, ne? Also im Video sieht das jetzt hier vielleicht, wer weiß, wie lange das Video geht, vielleicht 20 Minuten? Wieder so, als ob wir in 20 Minuten Fisch fangen. Ja. Dem ist nicht so. Wir sind jetzt schon eine ganze Zeit unterwegs. Man muss schon Kilometer weit laufen. Ja. Also, wer nicht gut zu Fuß ist, Leute, dann ist das hier nichts für euch. Dann müsst ihr euch leider an den See setzen.
kann aus dem Kofferraum angeln. Also am Kanal macht man echt viele Meter. Ich glaube, deshalb angeln viele auch gar nicht so gerne am Kanal, ne? Kann sein, ja. Weil man echt viel laufen muss. Laufen, 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 laufen. Ich weiß noch, 2018, da haben wir noch keine Videos gemacht. Wir sind kilometerweise den Mittellandkanal abgelaufen, wirklich. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir teilweise am Tag gelaufen sind. Das war unglaublich. Da haben wir durchgezogen. Aber da haben wir richtig große Barsche gefangen. Ich ärgere mich so, dass wir da noch gar keine Videos gemacht haben. Ja. Nee, man muss sich den Kanal echt erarbeiten. Ne? Ja. Also das ist kein leichtes Gewässer. Man muss da echt viele, 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 viele Stunden verbringen, bis man da so ein bisschen hintergekommen ist. Wann, wie, was funktioniert. Ne? Also. Ja, weil du hast auch einfach keine Struktur hier, ne? Ja, also es ist halt einfach nur eine Wanne, ne? Ja. Und dann musst du die Fische suchen. Ja, das ist eine Herausforderung. Ja. Also hier springen einem die Fische nicht in den Kescher. Nee. Von alleine. Also man kann halt in der Regel davon ausgehen, dass man abends an einer Steinpackung mit Gummifisch oder mit Wobbler ganz gute Chancen auf Zander hat. Man kann sich immer Brücken suchen. Aber wenn man das hier so sieht mit der Spundwand, wo es einfach nur kilometerweise geradeaus geht, ja, wie soll man da jemandem erklären, wo man einen Fisch hängt, ne? Ja. Irgendwo halt hier. Ja, aber deshalb sind wir ja auch Angeln, ne? Deshalb gehen wir auch eigentlich ganz gerne an den Kanal, weil man einfach mal ein bisschen spazieren geht, den Kopf abschaltet, unterwegs ist und nie weiß, wann der Biss kommt. Manchmal kommt er gar nicht. Wir waren jetzt selten eigentlich in der letzten Zeit am Kanal, Flora, ne? Ja, wir haben es im Sommer nicht ein bisschen gemieden, weil im Sommer ist es noch mal ein bisschen schwieriger. Ja. Also Winter, Herbst ist immer ganz gut, aber Frühjahr manchmal auch, aber Sommer ist Kanal echt schwer. Ja. Wasser wird halt sehr, sehr warm, ne? Also mögen die meisten Fische nicht so. Ja. Sauerstoffgehalt geht runter, gerade wenn es so wie die letzten Jahre einfach verdammt wenig regnet einfach, ne? Also kommt kein Sauerstoff ins Gewässer. Ja. Schwierig. Ah, deshalb haben wir Ansitz am Kanal gemacht. Das haben wir gemacht. Aber Spinnfischen waren wir wenig. Ja, ja, die Fischer kommen da nachts raus, ne? Oder fangen dann zu jagen. Raus aus dem Wasser kommen die Fische dann nachts. Ja, die kommen dann raus, kommen die dann. Kommen die dann nachts kommen die Fische raus aus dem Wasser. Ja, genau. Ja, nee. Man, die, immer wenn die Kamera an ist, ey, dann verdreht sich meine Zunge einfach nur. Es ist wirklich schwer manchmal. Oh, jeder, der selber Filme dreht, der weiß das, glaube ich. Ja. Wir schneiden ja auch immer gar nicht so viel raus, aber... manchmal kann man einfach nicht mehr reden. Und Fische fängt man auch besser ohne Kamera manchmal. Also, aber naja, wir wollen es euch ja zeigen, deshalb müssen wir die Kamera mitnehmen. Sonst... Gut, okay, jetzt haben wir doch schon wieder so viel gesappelt. Aber ich wollte Flora einfach mal ein bisschen über die Schulter gucken. Mit seiner Baitcaster-Route hier, genau, das wo ist er übrigens, so stolz drauf ist. Ja, genau, das ist übrigens so das Tempo, was man geht. Ne? Also wirklich langsame Schritte. Richtig langsam, ja. Knapp über Grund, ich sag mal vom Daumen her, so hoch. Hatte ich eben auch, komplett, der hat direkt auf den Grund gebissen. Also ich hatte den Köder fast auf dem Grund. Das ist auf jeden Fall ein Grund, mal wieder Köderfische angeln zu gehen jetzt. Oh, ich will unbedingt meine neue Stippe ausprobieren. Ich habe ja zum Geburtstag eine Stippe gekriegt. Ich will unbedingt stippen gehen. Ich habe richtig Lust zu stippen. Glaubst du das, Laura? Ich weiß, du bist da richtig scharf drauf. Ist auch nicht wieso. Ich finde das irgendwie mega spannend. Mit der Pose, wenn die Pose abzieht. Ja. Ich glaube, da habe ich auch das Anschlagen geübt. Ja. Spaß. Ja gut, so, okay. Jetzt lasse ich Flora mal in Ruhe. Hör auf zu labern. Bis gleich. Ja Leute, unsere kleine Feierabendtour ist jetzt beendet. Mhm. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Die Sonne geht nämlich schon unter. Es ist wieder so schnell dunkel einfach. Ja. Und wir müssen morgen früh raus. Morgen geht es nämlich weiter. Ich freue mich schon auf den Tag. Mal gespannt. Aber es hat auf jeden Fall geklappt. Fireball-System, Flora, funktioniert. Ja. Haben wir erstmal schön im Chor gesagt. Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich hoffe, ihr konntet alles gut erkennen. Probiert die Methode mal aus und lasst uns gerne Feedback dazu da, ob ihr damit Erfolg hattet, ob ihr damit gerne fischt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.